zu kurzer Zeit. Ja, richtiger Wachstumsschub. In aller Hand. Nichts passt dir mehr. Ja. Sag ich dir, du kommst einfach nicht aus mit dem bisschen Kindergeld. Ja, ja. Da macht man was mit als Familienvater, gell, Himmel? Du wirst leicht lauern. Ist ja erledigt. Also, was? Groß wie Kaffee. Das ist doch. Du, ich komm gleich wieder. Und als ob das nicht langt, gestern fängt die Ilona an und misst die ganze Wohnung neu aus. Okay. Weißt genau, was das bedeutet? Was? Nein, im Ewi. Ist ja kein Problem. Als Beamter kriegst du heute überall Kredit. Ah, danke. Ja, wunderbarer Helmut. Tag. Helmut! Helmut! Also, Jackie, schick mir den Himmel. Geh mir ganz kurz mit. Schauen Sie sich bei, ich bring gleich wieder. Bring gleich wieder zu. Geh mir ganz kurz mit. Gerd, aber warte mal. Du, ich muss dir ganz kurz jemand vorstellen, am hinteren Tisch. Also, das ist die Gloria. Gloria ist mein bester Freund, der Helmut. Mehr oder weniger. Hallo. Angenehm, Baumann. Du, ein ganz ein hohes Tier bei der Polizei. Ja? Es tut mir leid, aber ich kenne mich mit den Dingern leider nicht aus. Ja, das sieht man doch, was er ist. Was ist er denn? Dienststellenleiter ist er? Nein, so ganz so schlimm ist nicht. Genau genommen. Keine Details. Er ist nämlich im Einsatz, weißt du. Und ich wollte nur meinen Freund von mir vorstellen, gell? Aber er sieht sich bestimmt auch öfters. Wiederschauen. Wiederschauen. Ich bin sowas von glücklich, ich kann das gar nicht sagen. Ehrlich. Und ich werde mein Leben jetzt total ändern. Wenn du Lust hast, ich könnte es mir alles in aller Ruhe erzählen. Ja, vielleicht heute Abend. Um 5 Uhr hast du aus, ich komme um 6 Uhr zu dir. Tja, die Frau fürs Leben. Also bei mir dauert wirklich anscheinend alles ein bisschen länger, gell? Und ich bin im Grunde genommen ein häuslicher Typ. Entschuldigung. Ja. Und die Richtige war anscheinend noch nicht mit dabei. Aha. Gloria heißt sie, wie ich gehört habe, gell? Ich muss schon sagen, also sein Familienleben, das hat wirklich seinen eigenen Reiz. Sowas wie hier, das ist ja richtig Ruhe, Frieden, Harmonie. Das muss doch nicht sein, oder? Warum denn nicht? Das weißt du ganz genau. Entschuldige, wo sind wir stehen geblieben? Bei Harmonie und Familie. Du, ich suche auch gerade eine Wohnung, weil in der Pension Theresienhöhe, weißt du, da kann ich nicht mehr wohnen, das ist nicht das richtige Umfeld für mich. Aber die Mieten sind vielleicht wieder gestiegen, das weißt du schon, gell? Du, Geld spielt keine Rolle. Seit wann? Ja, seit dem Südwind. Wer? Ja, der Südwind hat mich saniert. Außenseite im dritten Rennen. Finanziell habe ich ausgesagt. Ja, Gratulation. Dann hast du deiner Gloria echt was zu bieten. Tja, eigentlich schon, was das noch ein ganz kleiner Faktor, der für jeden normalen Menschen ohne Belang ist, gell? Sie hat nämlich schon Verlobten. Ja, noch. Kommt sie eigentlich nur darauf an, wer jetzt von euch zwei ihr der Liebere ist? Ja, wer schon? Ich natürlich, da ganz klar. Ja, aber der andere, weißt du, das ist ein Protégé von ihrem Vater in der Firma und ist also ein richtiger Streber. Ach, der Vater der Firma? Ja, und was für eine so Schnellkochtöpfe oder so Grafizeigs. Ja, aber es ist für meine Gefühle ohne Belang. Aber das ist natürlich ein Milieu, weißt, da brauchst du den Stil. Und naja, mit meinen biografischen Details bin ich halt ein bisschen sparsam umgegangen. Das kann ich mir vorstellen. Eigentlich weißt du von mir gar nichts. Und ich hab mir gedacht, wenn ich jetzt so eine tolle Wohnung hab und eine richtige Existenz nachweisen kann, dann kann ich doch so da jetzt, wenn das immer schon so gewesen war. Ja, probieren kannst du das ja. Ja, ich muss, das ist die Chance meines Lebens. Und außerdem, was soll ich machen mit dem ganzen Flieder? Verreisen, vielleicht weit weg. Kannst du dich erinnern, wir wollten einmal mit dem Fahrrad bis nach Feierland fahren. Ja, genau. Du hast jetzt damals ein bisschen blöd gefunden, aber ich eigentlich nicht. Also na, Prost. Auf meine Gloria. Okay, sagen Sie mir Ihren Namen, bitte. Juan José Ramón, César Gabriel, Valladolid Fontanesco de la Vega, de Puerto de la Cruz. Ja, das dauert jetzt natürlich ein bisschen länger. Wissen Sie was? Hey, kommen Sie her. Schreiben Sie doch den Herrn Namen. Einfach. Lass dich doch nicht so ausnützen. Ich helfe mir ein bisschen bei der Wohnungssuche. Das ist alles. Und wer hat mir geholfen, als ich eine Wohnung gesucht habe? War doch damals wirklich was anderes. Nein, das war nichts anderes. Aber ich weiß schon, ich bin nur ein anständiger, korrekter Bürger.
der pünktlich seine Miete zahlt, der braucht keine Hilfe. Aber so ein schräger Vogel findet immer jemand. Einen Dummen, meinst du? Das hast du gesagt. Du, das ist immerhin ein Spätzle von mir. Oder sowas Ähnliches. Und du hast jetzt immerhin Dienst. Oder sowas Ähnliches. Na, aber ich hab nämlich noch 5 Minuten Pause. Als anständiger und korrekter Bürger wirst du das sicherlich akzeptieren. 3 Zimmer, Terrasse, Zentrum. Ja, wenn du schon vom Dienstapparat aus telefonierst, dann stiffst mindestens 5 Mark in Bierkasse. Du magst nicht, gell? Nein, ich habe überhaupt nichts gegen ihn als Mensch. Ich hab noch was gegen den Geist, den er verbreitet. Das ist für mich keine Lebensauffassung. Was dieses Rumzigeinern in der Welt und dann irgendwann wiederkommen und eine gute Partie machen und sich damit sanieren? Nein. Wo käme denn hin, wenn das jeder so macht? Das würde die Menschheit durchaus weiterbringen. So. Und wer zahlt einmal deine Pension und die Renten? Heindl, du entwickelst in letzter Zeit so gewisse subversive Tendenzen. Das ist die schlechte Gesellschaft. Jetzt machst du aber einen Punkt. 200 Schnellkochtöpfe für Waldner und Sohn? Gut, sag ich, sehr gut. Ich hab sie 5-mal angeschrieben. Vermutlich haben sie uns den Auftrag nur erteilt, damit jetzt endlich Ruhe ist. Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Ist doch beachtlich, wie er es immer wieder schafft, nicht? Ja, ganz beachtlich. Ich kümmere mich gleich um die Auslieferung. In Ordnung. Nebenbei, was macht denn der Hausbau? Ja, der Rohbau steht. Moment, das ist der Vordereingang. Ah. Und das da wird die Sonnenterrasse auf der Südseite. Das müsst ihr mal anschauen. Den Rhododendron muss man sich noch dazu denken. Ja, ich kann es mir vorstellen. Seitlich vom Betonmischer. Sie haben Ihrer Zukünftigen wirklich was zu bieten, Dieter. Das will ich hoffen. Dieter? Der ideale Gatte, hm? Du meinst ein idealer Schwiegersohn. Das kommt doch aufs Gleiche raus. Nein, Papa, das tut's nicht. Also schön, der andere. Ja? Wie heißt er, woher kommt er, was ist er, was macht er? Ja, so genau weiß ich das auch nicht. Heißen tut er jedenfalls Jackie. Das ist ja großartig. Ja, weißt du, Papa, bei ihm habe ich irgendwie das Gefühl, er ist nicht so wie die anderen. Er hat was Besonderes. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Im englischen Garten, beim Entenfüttern. Beim Entenfüttern. Und wo wohnt er? Ich glaube, irgendwo im Westen. Was, du weißt es nicht? Wir haben uns immer im Park getroffen oder in einem Café. Wäre es dir lieber gewesen, ich wäre gleich zu ihm in die Wohnung gegangen? Ach, nein. Papa, es ist mir ernst. Ich möchte euch gern miteinander bekannt machen. Ach, muss das sein? Na, anschauen kostet nichts. Das weiß jeder Geschäftsmann. Also, das gefällt mir natürlich schon, gell? Das ist genau das, was ich brauche. Das ist genau meine Abteilung, das brauche ich. Du darfst aber nicht vergessen, dass du für den Rest deiner Tage da herin bist. Oder jedenfalls, solange du Miete dafür zahlen kannst. Du, für die nächsten 2 Jahre reicht schon, gell? Und dann bin ich ja hoffentlich mittlerweile integriert, so businessmäßig, gell. Also, die nehme ich. Aufmach. Du hast das ja wirklich eilig. Du, was hast eilig? Es ist offiziell. Die Gloria will mich ihrem Vater vorstellen. Und da kann ich mich natürlich schlecht blamieren, gell. Aber ich brauche nur Möbel und zwar, ja, so schnell wie möglich. Du, ich kann dir doch ein paar von meinen Prospekte geben. Ich richte selber gerade eine Wohnung ein. Oder, wenn du es so eilig hast, kann ich dir ja erstmal hier helfen. Mit Beraten und Bestellen und so, hä? Das wäre natürlich super, gell? Also, aber ich weiß nicht, ob der Helmut was dagegen hat. Nein, nein, überhaupt nicht. Eine wunderbare Idee. Also wichtig ist, weißt du, Glorias Vater muss zur Tür reinkommen und sagen, aha, hier ist meine Tochter gut aufgehoben. Kein Plastik, nichts verniert, alles echt Holz. Ja? Wie findest du die da? Die könnte ich mir gut vorstellen für gemütliche Abende zu zweit. Was ist das für ein Gefühl? Ach, schon ein bisschen ungewohnt, gell? Ah, das gibt's ja schon. Du, schau mal, und da,
Den dort, den stellen wir in den Gang. Nussbar massiv. Also seriöser geht's wirklich nicht mehr. Okay, fertig. Danke. So, wiedersehen. Geht's noch. Gloria, ich bin's, der Jackie. Ja, du, ich hätte mich schon eher bei dir gemeldet, aber ich habe so viel Arbeit gehabt, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Na ja, sicher. Na, freilich möchte ich den Vater noch kennenlernen. Du, ich warte schon eine Ewigkeit drauf, dass ihr bei mir hier vorbeischaut. Ja, ja, sicher, klar. Okay. Ich hab da gar nicht gesagt, wo ich wohne. Ja, ich wohne, freilich wohne ich, und zwar wohne ich. Ich wohne in der Flemingstraße 44 wohne ich, ja. Ja, ja. Na, morgen geht's auf keinen Fall. Nein, weil morgen habe ich einen Auswärtstermin. Auswärtstermin. Übermorgen. Übermorgen geht's. Übermorgen, und zwar 18 Uhr. Ja, ich freue mich. Narrisch. Also. Servus. Die Möbel kommen doch übermorgen, oder? Ja, aber erst um 16 Uhr. Papa, es ist schon 17:55. Hab dich nicht so. Es gibt Einladungen, da kann man gar nicht spät genug kommen. Papa? Na schön. Übrigens, ihm hat man den Führerschein noch nie abgenommen. Bleib sachlich, ja. Rechts und wieder links. Jetzt. Kommt das hin? Ja, hab ich gesagt, rechts und wieder links. Mensch. Jetzt Helmut, räum halt die Gläser in die Vitrine. Spüren ist das Ding schwer. Hey, das kann vielleicht jeden Moment klingeln. Ja, für die Lotto-Zeit, gell? Danke. Danke. Mein Name, Entschuldigung. Geht's dir gut so? Ja. Ja, dann ist alles klar. Wie ist denn das? Ja, das ist er. Baumann? Jakob Dillmeier. Meine Tochter ist der Ansicht, es hätte Sinn, ihre Bekanntschaft zu machen. Tja, das hoffe ich ja sehr. Naja, wenigstens wohnen Sie in einer schönen Gegend. Ja, ich fühle mich auch sehr wohl hier seit all den Jahren, gell. Aber, Entschuldigung, treten Sie doch näher. Ein befreundetes Ehepaar ist gerade zu Besuch bei mir. Und die machen sich schon sehr gemütlich. Also, bitte. Eigentlich ist er diskriminell. Das weiß ich schon, gell. Er täuscht falsche Tatsachen vor. Und wir leisten ihm dabei Beihilfe. Helmut, bitte überleg dir das vorher oder nachher, aber nicht mittendrin, ich kann es nicht mehr halten. Au. Ja, selbst das, ich habe gesagt, ich kann es nicht mehr halten. Na, was sind Sie denn vom Beruf? Tja, ich bin Marktforscher. Aha, das hätte ich mir doch früh sagen können. Schön. Also, das ist mein Zuhause hier. Sind die Heinolds? Scott? Baumann? Scott? Baumann, niemand kennst du schon, gell? Ja. Heinold? Der Dienststellenleiter bei der Polizei. Ja, genau der. Vielleicht aber setzen wir uns noch ein bisschen hier rüber, wenn's. Aha, so. Genau richtig. Kein Plastik, nichts poliert. Alles Massivholz. Sowas. Ja, fast genau die gleiche Couch zu Hause. Ja, wir haben anscheinend denselben Geschmack. Es ist mein Lieblingsplatz, mein absoluter. So. Aha, leichter Musel. Kommt mir wirklich vor wie daheim. Hast du ihm doch keinen Tipp gegeben, oder? Nein, wirklich nicht. Ja, ich trinke nie was anderes, gell? Sagen Sie mal, diese Dienststelle, die Sie da leiten, hat die zufällig was zu tun mit Führerschein?
Nein. Ja, er ist immer so förmlich, wenn er die Leute kennt, gell? Aber der taut schon auf. Ja, vielleicht soll ich ein paar Häppchen machen, weil noch gibt's ja hier keine Hausfrau. Ja, ich geh mit. Erzählen Sie mir doch ein bisschen was von sich. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, weil, wissen Sie, habe ich schon so viel hinter mir, gell? Schaut ja alles nagelneu aus. Ja, das kommt, weil ich immer so gründlich sauber mache. Er ist ein unheimlicher, häuslicher Typ. Das werden Sie schon gemerkt haben. Nicht unbedingt. Hier ist die Küche. So schön es auch war an dem Max-Planck-Institut, wissen Sie, aber irgendwann habe ich das Bedürfnis gehabt, dass ich mich einfach selbstständig mache. Da haben Sie doch viel weniger Freizeit und zahlen mehr Steuer. Ja, es wird sich bald ändern. Ein Freund von mir, der arbeitet gerade an seinem Gesetzesentwurf. Der Filterglase, wenn Sie ihn kennen. Der Abgeordnete. Na ja, das ist heute ein Schulkamerad von mir. Was? Sie haben auch Verbindungen in die Politik? Wissen Sie, sagen wir mal, für was kenne ich denn die ganzen Leute? Entschuldigung, aber ich muss mal kurz an die frische Luft. Hat er sich verletzt? Oh ja, im Einsatz. Er ist nämlich bei so einem Spezialkommando, ist er da. Ich glaube, ich muss mal rausschauen. Mal fragen, ob er wieder seine Schmerzen hat, gell? Also ich war schon immer der Ansicht, dass eine junge Frau mit einem etwas erfahrenen Mann am besten fährt. Du lierst das Blaue vom Himmel runter. Schamlos. Schamlos. Was willst du denn, verstehst du? Der Alte steht auf mir und mein Charme, der hat ihn förmlich umgehauen. Und was ist mit dem Max-Planck-Institut? Ja, was ist das? Ich habe drin gearbeitet, habe ich nicht drin gearbeitet. Ja, 14 Tage lang als Aushilfe in der Kantine. Und was soll die Story mit dem Filzerglas? Der Filzerglas war schließlich mein Schulspäpste. Ja, allerdings, das vergisst man heute noch nicht, dass du dich mit dem Pausenhaus in der großen Pause geprügelt hast. Ja, so nein. Du, sowas verbindet eben. Ja? Und sei mir nicht besser, aber ich muss zurück zu meinem Schwiegervater, gell? Vergiss nicht, ich habe die edelsten Motive. Wer sind wir als Freund oder sind wir keine Freund? Wollen Sie irgendwas? Weil unbefugter Aufenthalt ist ja nicht erwünscht. Ja, das weiß ich. Ich will ja nichts von Erna, sondern ich wollte eigentlich zum Herrn Heinl. Helmut, kann ich dich bitte mal ganz kurz sprechen? Auf ein Wort. Bist du nervös? Hä? Nein. Du, ich wollte nur sagen, es klappt. Okay. Ja, dein Opfer, das war also nicht umsonst. Verstehst? Du, sie hat mich angerufen und gesagt, sie muss mich unbedingt sprechen, sie muss mir was ganz was Wichtiges mitteilen. Merkst du nichts sagen? Also gut, wenn sie dir Aufwand gelohnt hat, aber ich sag dir, geh, mach mir keine Schande. Hey, du, ich bin so glücklich, da kann das gar nicht sagen. Der, die Uniform steht da übrigens gut, sehr gut sogar. Ich muss weiter. Pfiat euch. Lasst Blumen sprechen. Er ist heute glücklich. Gloria! Was? Hast du schlecht schlafen? Überhaupt nicht. Ja, hast du einen Ärger gehabt? Ja. Ja, was? Hast du einen Ärger gehabt mit dem Hund? Hast du einen Ärger gehabt mit dem Vater? Was ist denn los? Mit dem? Nein. War ja so dumm. Ja. Ich glaube, das haben viele in meinem Alter. Man stellt sich immer so vor, der eine fürs Leben, der müsste ganz was Besonderes sein. Ja, und gerade bei dir, da war ich mir so sicher, dass du was Besonderes bist. Ich meine, wer sonst läuft schon so verrückt durch die Gegend mit so komischen Streifenhosen. Ja, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, du bist nicht so wie die anderen. Und dann gestern Abend.
Das war ein richtiger Schock für mich, als ich gemerkt habe, du bist genauso. Genauso eine Wohnung wie alle anderen. Genauso so ein Beruf wie alle anderen. Und genau die gleichen Anzüge. Du, Gloria, du siehst ja vielleicht was nicht ganz richtig. Nein, ich war einfach dumm. Ja, und jetzt ist mir klar geworden, wenn man die Wahl hat zwischen zwei Männern, von denen der eine genauso ist wie der andere, dann verlangt es einfach der Anstand, dass man sich an den hält, der die älteren Rechte hat. Die älteren Rechte? Wir haben uns vorhin gründlich ausgesprochen. Ich denke, ich bin gut bei ihm aufgehoben. Ich habe ihm gesagt, es dauert höchstens 5 Minuten. Mensch, Gloria, du hast wirklich das richtige Gespür. Ich bin wirklich ganz anders. Was? Na ja, du, ich habe dir nur was vorgemacht. Die Wohnung, die war gemietet, verstehst du? Mein Auto, das läuft auf Leasing. Und ich habe keine Berufsausbildung. Ja, und mein Geld, das habe ich beim Pferderennen gewonnen. Ich schwöre das, ein Leben mit mir, das ist wirklich ganz anders. Du. Ich verstehe es ja, dass das ein Schock für dich ist. Aber sich auf die Schnelle sowas auszudenken, das ist, weiß Gott, nicht deine Stärke. Hm. Also komm, mach's mir nicht schwerer, als es sowieso schon ist. Aber eins musst du versprechen, gell? Wenn ich mal so einen Schnellkochtopf brauche, dann kriege ich ordentlich Prozente, gell? Und der Spätzinn. Mein Lieber, jetzt geh ihn raus und holen. Der hat anscheinend vergessen, dass er Dienst hat. Mei, lass ihn aber jetzt Abschied nehmen in Ruhe. Vielleicht kommt der nicht mehr wieder. Der ist wie ein Bumerang. Der kommt immer wieder. Berit, gell? Du, übrigens, vielen Dank, dass du für mich die Wohnung so schnell vermietet hast, gell? War ja schon in Übung. Übrigens, die Couch, die was da drinnen steht, die würde ich euch gern schenken. Danke. Aber ich habe auch was für dich. Ja, Wahnsinn. Das ist ja unsere alte Generalstabskarte da. Patagonien, Feuerland. Aber die Grobrichtung ist doch noch bekannt. Geradeaus, nach Montevideo und dann links runter. Nein, runter. Und dann rechts. Ja. Ich schicke eine Karte, wenn ich drunten bin. Ja. Jawohl. Ja, ich komm ja schon. Komisch. Das ist ein Typ, der einfach nicht gleich zu kriegen ist. Weißt du, wie das klingt? Wie denn? Fast ein bisschen neidig. Vielleicht. Es ist offiziell. Die Gloria will mich ihrem Vater vorstellen. Und da kann ich mich natürlich schlecht blamieren, gell? Aber ich brauche nur Möbel und zwar ja, so schnell wie möglich. Du, ich kann dir doch ein paar von meinen Prospekte geben. Ich richte selber gerade eine Wohnung ein. Oder wenn du es so eilig hast, kann ich dir ja erst mal hier helfen. Im Beraten und Bestellen und so, hä? Das wäre natürlich super, gell? Also, aber ich weiß nicht, ob der Helmut was dagegen hat. Nein, überhaupt nicht. Eine wunderbare Idee.
Also wichtig ist, weißt, Glorias Vater muss zur Tür reinkommen und sagen, aha, hier ist meine Tochter gut aufgehoben. Kein Plastik, nichts verniert, alles echt Holz. Ja? Wie findest du die da? Die könnte ich mir gut vorstellen für gemütliche Abende zu zweit. Was ist das für ein Gefühl? Ach, schon ein bisschen ungewohnt, gell? Ah, das gibt's ja schon. Du schau mal, und da, den da, den stellen wir in den Gang. Nussbar massiv. Also seriöser geht's wirklich nicht mehr. Okay, fertig. Danke. Bitte sehen. Geht. Gloria, ich bin's, der Jackie. Ja, du, ich hätte mich schon eher bei dir gemeldet, aber ich habe so viel Arbeit gehabt, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Na ja, sicher. Na, freilich möchte ich den Vater noch kennenlernen. Ich warte schon eine Ewigkeit drauf, dass ihr bei mir hier vorbeischaut. Ja, ja, sicher, klar. Okay. Ich hab da gar nicht gesagt, wo ich wohne. Ja, ich wohne, freilich wohne ich, und zwar wohne ich. Ich wohne in der Flemingstraße 44 wohne ich, ja. Ja, ja. Na, morgen gibt's auf keinen Fall. Nein, weil morgen habe ich einen Auswärtstermin. Auswärtstermin. Übermorgen. Übermorgen geht's. Übermorgen, und zwar 18 Uhr. Ja, ich freue mich. Narrisch. Also. Servus. Die Möbel kommen doch übermorgen, oder? Ja, aber erst um 16 Uhr. Papa, es ist schon 5:05. Hab dich nicht so. Es gibt Einladungen, und da kann man gar nicht spät genug kommen. Papa? Na schön. Na schön. Übrigens, ihm hat man den Führerschein noch nie abgenommen. Bleib sachlich, ja. Rechts und wieder links. Jetzt. Kommt das hin? Ja, hab ich gesagt, rechts und wieder links. Mensch. Jetzt Helmut, räum halt die Gläser in die Vitrine. Spielmann, ist das Ding schwer. Hey, das kann vielleicht jeden Moment klingeln. Ja, hast du wieder Vorzeit, gell? Herzlichen Dank. Mein Name, Entschuldigung. Ja. Ja, alles klar. Ist er das? Ja, das ist er. Baumann? Jakob Dillmeier. Meine Tochter ist der Ansicht, es hätte Sinn, ihre Bekanntschaft zu machen. Tja, das hoffe ich ja sehr. Naja, wenigstens wohnen Sie in einer schönen Gegend. Ja, ich fühle mich auch sehr wohl hier seit all den Jahren, gell? Aber, Entschuldigung, treten Sie doch näher. Ein befreundetes Ehepaar ist gerade zu Besuch bei mir. Und die machen sich schon sehr gemütlich. Also, bitte. Eigentlich ist er das kriminell. Das weißt du schon, gell? Er täuscht falsche Tatsachen vor und wir leisten ihm dabei Beihilfe. Helmut, bitte überleg dir das vorher oder nachher, aber nicht mittendrin, ich kann es nicht mehr halten. Au. Ja, siehst du, ich habe gesagt, ich kann es nicht mehr halten. Na, was sind Sie denn vom Beruf? Tja, ich bin Marktforscher. Aha, das hätte ich mir doch früh sagen können. Schön. Sehr schön. Tja. Geh doch nicht still. Also, das ist mein Zuhause hier. Zum Geheimnis. Scott. Baumann. Scott. Baumann, niemand kennst du schon, gell? Ja. Der Dienststellenleiter bei der Polizei. Also,
Ja, genau der. Vielleicht aber setzen wir uns noch ein bisschen hier rüber, wenn's passen soll. Genau richtig. Kein Plastik, nichts poliert. Alles Massivholz. Sowas. Ja, fast genau die gleiche Couch zu Hause. Ja, aber wir haben anscheinend denselben Geschmack. Es ist mein Lieblingsplatz, mein absoluter. So. Aha, leichter Musel. Kommt mir wirklich vor wie daheim. Einfach. Lass dich doch nicht so ausnützen. Ich helfe mir ein bisschen bei der Wohnungssuche. Das ist alles. Und wer hat mir geholfen, als ich eine Wohnung gesucht habe? War doch damals wirklich was anderes. Nein, das war nichts anderes. Aber ich weiß schon, ich bin nur ein anständiger, korrekter Bürger, der pünktlich seine Miete zahlt. Der braucht keine Hilfe. Aber so ein schräger Vogel findet immer jemand. Einen Dummen, meinst du? Das hast du gesagt. Du, das ist immerhin ein Spätzle von mir. Oder sowas Ähnliches. Und du hast jetzt immerhin Dienst. Oder sowas Ähnliches. Nein, aber ich hab nämlich noch 5 Minuten Pause. Als anständiger und korrekter Bürger wirst du das sicherlich akzeptieren. 3 Zimmer, Terrasse, Zentrum. Ja, aber wenn du schon vom Dienstapparat aus telefonierst, dann stiffst mindestens 5 Mark in Bierkasse. Du magst nicht, gell? Nein, ich habe überhaupt nichts gegen ihn als Mensch. Ich hab noch was gegen den Geist, den er verbreitet. Das ist für mich keine Lebensauffassung. Was dieses Rumzigeinern in der Welt und dann irgendwann wiederkommen und eine gute Partie machen und sich damit sanieren? Nein. Wo käme denn hin, wenn das jeder so macht? Das würde die Menschheit durchaus weiterbringen. So. Und wer zahlt einmal deine Pension? Und die Renten? Heindl, du entwickelst in letzter Zeit so gewisse subversive Tendenzen. Das ist die schlechte Gesellschaft. Das machst du aber. Punkt. 200 Schnellkochtöpfe für Walden und Sohn? Gut, sag ich. Sehr gut. Ich hab sie 5-mal angeschrieben. Vermutlich haben sie uns den Auftrag nur erteilt, damit jetzt endlich Ruhe ist. Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Ist doch beachtlich, wie er es immer wieder schafft, nicht? Ja, ganz beachtlich. Ich kümmere mich gleich um die Auslieferung. In Ordnung. Nebenbei, was macht denn der Hausbau? Ja, der Rohbau steht. Moment, das ist der Vordereingang. Ah. Und das da wird die Sonnenterrasse auf der Südseite. Das müsst ihr mal anschauen. Den Rhododendron muss man sich noch dazu denken. Ja, ich kann es mir vorstellen. Seitlich vom Betonmischer. Sie haben Ihrer Zukünftigen wirklich was zu bieten, Dieter. Das will ich hoffen. Dieter? Ach. Der ideale Gatte, hm? Du meinst ein idealer Schwiegersohn. Das kommt doch aufs Gleiche raus. Wenn du so eine Grafik zeigst. Ja, aber es ist für meine Gefühle ohne Belang. Aber das ist natürlich ein Milieu, weißt, da brauchst du den Stil. Und, naja, mit meinen biografischen Details bin ich halt ein bisschen sparsam umgegangen. Das kann ich mir vorstellen. Eigentlich weiß ich von mir gar nichts. Und ich hab mir gedacht, wenn ich jetzt so eine tolle Wohnung hab und eine richtige Existenz nachweisen kann, dann kann ich doch so da jetzt, wenn das immer schon so gewesen war. Ja, probieren kannst du es ja. Ja, ich muss, das ist die Chance meines Lebens. Und außerdem, was soll ich machen mit dem ganzen Flieder? Verreisen, vielleicht. Weit weg. Kannst du dich erinnern, wir wollten einmal mit dem Fahrrad bis nach Feierland fahren. Ja, genau. Du hast jetzt damals ein bisschen Blech gefunden, aber ich eigentlich nicht. Also na, Prost. Auf meine Gloria. Okay, sagen wir mal Ihren Namen, bitte. Juan José Ramón, César Gabriel, Valladolid, Fontanesco de la Vega, de Puerto de la Cruz. Ja, das dauert jetzt natürlich ein bisschen länger. Wissen Sie was? Kommen Sie her, schreiben Sie doch den Herrennamen. Heindl, lass dich doch nicht so ausnützen. Ich helfe mir ein bisschen bei der Wohnungssuche, das ist alles. Und wer hat mir geholfen, als ich eine Wohnung gesucht habe? War doch damals wirklich was anderes.
Nein, das war nichts anderes. Aber ich weiß schon, ich bin nur ein anständiger, korrekter Bürger, der pünktlich seine Miete zahlt, der braucht keine Hilfe. Aber so ein schräger Vogel findet immer jemand. Einen Dummen, meinst du? Das hast du gesagt. Du, das ist immerhin ein Spätzle von mir. Oder sowas Ähnliches. Und du hast jetzt immerhin Dienst. Oder sowas Ähnliches. Nein, aber ich hab nämlich noch 5 Minuten Pause. Das anständige und korrekte Bürger wirst du das sicherlich akzeptieren. 3 Zimmer, Terrasse, Zentrum. Ja, aber wenn du schon vom Dienstapparat aus telefonierst, dann stiffst mindestens 5 Mark in Bierkasse. Du magst nicht, gell? Nein, ich habe überhaupt nichts gegen ihn als Mensch. Ich hab noch was gegen den Geist, den er verbreitet. Das ist für mich keine Lebensauffassung. Was dieses Rumzigeinern in der Welt und dann irgendwann wiederkommen und eine gute Partie machen und sich damit sanieren? Nein. Wo käme denn hin, wenn das jeder so macht? Das würde die Menschheit durchaus weiterbringen. So. Und wer zahlt einmal deine Pension und die Renten? Heindl, du entwickelst in letzter Zeit so gewisse subversive Tendenzen. Das ist die schlechte Gesellschaft. Jetzt machst du aber einen Punkt. Das ist die ganze Wohnung neu aus. Okay. Du weißt genau, was das bedeutet. Was? Nein, im Ewi. Ist ja kein Problem. Als Beamter kriegst du heute überall Kredit. Ah, danke. Ja, wunderbarer Helmut. Tag. Helmut! Helmut! Also, Jackie, schick mir den Himmel. Geh mir ganz kurz mit. Schauen Sie sich besser, ich bring gleich wieder. Bring gleich wieder zurück. Geh mir schon ganz kurz mit. Ja, aber warte mal. Ich muss dir ganz kurz jemand vorstellen, am hinteren Tisch. Also, das ist die Gloria. Gloria ist mein bester Freund, der Helmut. Mehr oder weniger. Hallo. Angenehm, Baumann. Du, ein ganz ein hohes Tier bei der Polizei. Ja? Es tut mir leid, aber ich kenne mich mit den Dingern leider nicht aus. Ja, das sieht man doch, was er ist. Was ist er? Ein Dienststellenleiter ist er? Nein, so ganz so schlimm ist nicht, genau genommen. Na, keine Details, er ist nämlich im Einsatz, weißt du. Und ich wollte nur meinen Freund von mir vorstellen, gell? Aber er sieht sich bestimmt auch öfters. Wiederschauen. Wiederschauen. Ich bin sowas von glücklich, ich kann das gar nicht sagen. Ehrlich, und ich werde mein Leben jetzt total ändern. Wenn du Lust hast, könntest du mir alles in aller Ruhe erzählen. Ja, vielleicht heute Abend. Um 5 Uhr hast du aus, ich komme um 6 Uhr zu dir. Tja, die Frau fürs Leben. Also bei mir dauert wirklich anscheinend alles ein bisschen länger, gell? Und ich bin im Grunde genommen ein häuslicher Typ. Hallo, tut mir leid. Entschuldige. Nein, danke. Ja. Ist ja nett. Und die Richtige war anscheinend noch nicht mit dabei. Aha. Gloria heißt sie, vielleicht gehört hab, gell? Ich muss schon sagen, also sein Familienleben, das hat wirklich seinen eigenen Reiz. Sowas wie hier, das ist ja richtig Ruhe, Frieden, Harmonie. Lucy, das muss doch nicht sein, oder? Warum denn nicht? Das weißt du ganz genau. Entschuldige, wo sind wir stehen geblieben? Bei Harmonie und Familie. Du, ich suche auch gerade eine Wohnung. Weil in der Pension Theresienhöhe, weißt du, da kann ich nicht mehr wohnen. Das ist nicht das richtige Umfeld für mich. Aber die Mieten sind vielleicht wieder gestiegen, das weißt du schon, gell? Du, Geld spielt keine Rolle. Seit wann? Ja, seit dem Südwind. Wer? Ja, der Südwind hat mich saniert. Außenseite im 3. Rennen. Finanziell habe ich ausgesagt. Ja, Gratulation. Dann hast du deiner Gloria echt was zu bieten. Tja, eigentlich schon, weißt du, das ist noch ein ganz kleiner Faktor, der für jeden normalen Menschen ohne Belang ist, gell? Sie hat nämlich schon Verlobten. Ja, noch. Kommt ja eigentlich nur darauf an, wer jetzt von euch zwei ihr der Liebere ist. Ja, wer schon? Ich natürlich, da ganz klar. Ja, aber der andere, weißt du, das ist ein Protégé von ihrem Vater in der Firma und ist also ein richtiger Streber. Ach, der Vater der Firma? Ja, und was für eine so Schnellkochtöpfe oder so Grafik zeigst. Ja, aber es ist für meine Gefühle ohne Belang. Aber das ist natürlich ein Milieu, weißt du, da brauchst du einen Stil. Besuch bei mir. Und die machen sich schon sehr gemütlich. Also, bitte. Eigentlich ist er das kriminell. Das weißt du schon, gell? Er täuscht falsche Tatsachen vor und wir leisten ihm dabei Beihilfe. Helmut, bitte überleg dir das vorher oder nachher, aber nicht mittendrin, ich kann es nicht mehr halten. Au. Ja, selbst das nur aber gesagt, ich kann es nicht mehr halten. Na, was sind Sie denn vom Beruf? Tja, ich bin Marktforscher. Aha, das hätte ich mir doch früh sagen können. Schön.
Also das ist mein Zuhause hier. Das sind die Heinolds. Scott. Baumann. Scott. Baumann, niemand kennst du ja schon, gell? Ja. Heinold. Der Dienststellenleiter bei der Polizei. Ja, genau der. Vielleicht aber setzen wir uns so ein bisschen hier rüber, wenn es hilft uns doch. Genau richtig. Kein Plastik, nichts poliert. Alles Massivholz. Sowas. Ja, fast genau die gleiche Couch zu Hause. Ja, aber wir haben anscheinend denselben Geschmack. Es ist mein Lieblingsplatz, mein absoluter. So. Aha, leichter Musel. Kommt mir wirklich vor wie daheim. Hast du ihm doch keinen Tipp gegeben, oder? Nein, wirklich nicht. Ja, ich trinke nie was anderes, gell? Sagen Sie mal, diese Dienststelle, die Sie da leiten, hat die zufällig was zu tun mit Führerschein? Nein. Ja, er ist immer so förmlich, wenn er die Leute kennt, gell? Aber der taut schon auf. Ja, vielleicht soll ich ein paar Häppchen machen, weil noch gibt's ja hier keine Hausfrau. Ja, ich geh mit. Erzählen Sie mir doch ein bisschen was von sich. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, weil, wissen Sie, habe ich schon so viel hinter mir, gell? Schaut ja alles nagelneu aus. Ja, das kommt, weil ich immer so gründlich sauber mache. Er ist ein unheimlicher, häuslicher Typ. Das werden Sie schon gemerkt haben. Nicht unbedingt. Hier ist die Küche. So schön es auch war an dem Max-Planck-Institut, wissen Sie, aber irgendwann habe ich das Bedürfnis gehabt, dass ich mich einfach selbstständig mache. Da haben Sie doch viel weniger Freizeit und zahlen mehr Steuer. Ja, es wird sich bald ändern. Ein Freund von mir, der arbeitet gerade an seinem Gesetzesentwurf. Der Filzerglase, wenn Sie ihn kennen. Der Abgeordnete. Na ja, das ist heute ein Schulkamerad von mir. Was? Sie haben auch Verbindungen in die Politik? Wissen Sie, sagen wir mal, für was kenne ich denn die ganzen Leute? Entschuldigung, aber ich muss mal kurz an die frische Luft. Hat er sich verletzt? Oh ja, im Einsatz.